Komm mal nach Hause und mach dich kalt. Willkommen zu einem neuen Sensationsformat bei den Spielkindern, nämlich dem Spielkinder One Night Stand. Was ist das nur, Dennis? Norbert und ich treffen uns an verregneten Samstagabenden oder Freitagabenden nach der langen Arbeit. Ganz romantisch. Ganz romantisch hier zusammen mit Apfelsaft in Glasflaschen und mit Computern und mit Public-Servern von Online-Spielen. Genau, es geht nämlich darum, einfach mal eine Nacht reinzuschnuppern, ein One-Night-Stand, wie man es aus dem Buche kennt. Ein, zwei Stündchen, ein paar Partien. Und wir nehmen euch dabei mit, wie wir einfach alles kaputt haten und flamen. Und jetzt, heute ist Battlefield 3 dran, nicht Battlefield 4, auch nicht Battlefield Hardline, auch nicht Battlefield Bad Company 2, auch nicht Battlefield, es gibt viele Battlefields, es ist Battlefield 3. Hauptsache, es gibt eine Sprachfunktion, wo ich die Leute nerven kann. Richtig, und die gibt es und wir versuchen einzusteigen, aber momentan lädt es bei Norbert noch irgendwie, ohne dass das Ergebnisse liefert. Ich bin schon im Spiel, theoretisch. Also... Toll, ich habe mal wieder den langsamen Computer abbekommen. Ja, tatsächlich hat Norbert den langsameren Computer, aber das soll uns nicht stören. Wir können ja erstmal das Getränk des Abends aufmachen und hier... Kleine, ach, guck mal, bei dir. Oh, was passiert etwas? Irgendwas ist passiert, bitteschön. Ich nehme jetzt mal das etwas femininere Bier. Das ist ein Apfelsaft. Verdammt. Du meinst warme Milch in solchen Flaschen? Prösterchen, genau. Mm. So, ich bin bereit. Du bist bereit, ich bin auch bereit. Let's do this shit. Welches Team sind wir denn? Wir sind bei den... Nee, ich muss auch noch zu den Russen. Wie wechsle ich denn nochmal? Was so Tolles machen? Ach, ich kann mir was aussuchen. Squad. Sturmsoldat. Oder Versorgung, da kann man richtig... Team wechseln, da. Möchtest du das Team wechseln? Ich möchte gerne zu den Russen. Wollen wir... Ich bin in Squad Charlie. Es wäre natürlich schlau, wenn wir im selben Squad wären, aber das... Du bist Delta, ne? Dann gehe ich auch noch zu Delta rüber. Squad verlassen. Und Deltas... Nein, beitreten. Bin ich jetzt in einem... Ich weiß es nicht. Egal. Bei mein Spiel ist gerade ausgegangen. es ist ungünstig. Starte es mal neu. Ich renne hier schon mal ein bisschen rum und schau mal, was die Leute alles falsch machen. Worüber ich mich aufregen kann. Ich habe das Gefühl, die Runde Metro ist gleich vorbei. Aber ich denke, auch das ist kein Problem. Das ist einer von meinen. Das haben am Kreuzchen gesehen, ja. Ich habe es dann gesehen, dass er einen blauen Namen über... Bam. Das war doch schon mal gar nicht so schlecht für den Anfang. I call that skill. Ich bin aber eigentlich jetzt gerade total falsch ausgerüstet, weil ich überhaupt nicht gern mit so Zielvisieren spiele bei so schnellen Shooter-Spielen. Wenn man dann immer so blöd... Wie war denn das nochmal? Wie wechselt man denn? Nee, ah, ich habe eine Granate geworfen. Mit R will ich sagen. Gott! Tut mir leid. Ja, das gefällt mir doch schon gleich viel besser. Hm. Warst du Delta? Ja, ich bin Squad Delta. Na dann. Okay. Das war der zweite. Ah. So kriege ich nicht. Komm. Oh. Wie läuft man? Achso, so. Sehr gut, Norbert. Na, hallo? Ich muss erst. Ah! Scheiße! Ich spiele aber gerade auch einen geilen Scheiß zusammen. Ich habe eine KD von 3-0 gerade. Also, wie messer ich denn? Mit dem Messer, glaube ich. Ich glaube, du musst... Das Messer ist auf der 6 bei mir. Und dann... Halt messern, also per Hand. Ganz klassisch. Ups, ah, ich wollte ihn doch wiederbeleben. Sorry. Ich habe jetzt auch schon seit einem Jahr oder so kein Battlefield mehr gespielt. Bitte verzeiht mir, dass ich nicht der Beste bin. Ah, oh Gott. Ich bin tot. Das geht mir ähnlich. Oh, ich bin aufgestellt worden. Danke, Alter. Danke. Ja, soll die mal bei mir was machen? Ja, ich bin auch ein Medic, also ich könnte dich auch aufstellen. Aber ich bin nicht in deiner Nähe, du bist irgendwo anders. Wenn ich bei dir auf den Bildschirm gucke. Mann, wir müssen da runter, scheiße nochmal. Ich komme hier irgendwie nicht runter. Boah. Wir müssen zu C. Siehst du das auch? Nee, A und B siehst du. Ich sehe C. Du siehst C. Sind wir im selben... Du bist in einer anderen Mannschaft, du Trottel. Bin ich im anderen. Doch. Du bist nicht bei den Russen, glaube ich. Also, weiß ich nicht. Aber du müsstest ja das gleiche sehen wie ich. An so Zielen.
Ich habe doch auch A und B. Ja, aber ich habe nur C. Deine Mutter hat nur C, Alter. Meine Mutter hat nur C. Ich weiß gar nicht, wie man hier Ingame-Sprachchat machen kann. Ja, es gibt bestimmt auch. Mit K kannst du chatten. So, warte mal, du bist bei den US-Amerikanern. Oh, ja, ich bleib jetzt aber bei den Russen, verdammt nochmal. Warum ist das schon wieder ausgegangen, dieses Scheißspiel? Es tut mir leid, ich weiß nicht, was da los ist. Boah. Gut, dass wir nicht bei Norbert zuschauen. Ja. Irgendwie bei mir läuft es stabiler. Ich habe ihn gerade gesehen, weißt du, ich wollte ihn messen. Du hattest ihn gerade im Visier und dann war er schon wieder tot. Weg, na wie auch immer. Wir kommen hier aber auch irgendwie nicht runter, scheiße nochmal. Ich fühle mich hier langsam. Nee, du hast recht, ich war wirklich mal in deinem Team. Ja, ich weiß, dass ich recht habe. so, dann gucken wir jetzt mal. Wo sind die Arschlöcher? Da auch. Vorne ist C, ich renne da jetzt mal direkt hin. Die können mir doch hier alle nichts. Ich bin doch hier der Superman. Rambo. Hier ist wieder niemand. Sagte er. Ja, und starb, wahrscheinlich. Aber noch habe ich das Gefühl, dass es laufen könnte. Hat man da vorhin, wenn man auf solchen Polen-Servern spielt. Ja, es ist tatsächlich nicht rassistisch von Norbert gemeint. Es war ein Polen-Server. Nein, 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 nein! Nein! Ich wollte gerade nochmal wegrennen, aber so feige wie ich bin. Stell mich auf! Stell mich auf! Stell mich auf! Keiner stellt mich auf. Na super. Fuck you! Hier ist es sehr ruhig. Ich nehme dir wieder den Medic. Ich bin einfach, irgendwie bin ich der geborene Medic. Ich helfe halt gern. Ich helfe halt gern Menschen, weißt du? So, ja, wir mal sehen. Ich bin immer noch bei den Russen. Das sind die, die 1 zu 4 hinten liegen. Wer sieht denn, wo ich hin möchte? Du bist im Team US. Wenn du jetzt Teamwechsel machst, kommst du ins jeweils andere halt. Ein Wechsel ist nicht mehr erlaubt. Oh. Würde ich halt noch Dennis. Hab ihn. Boah, der leckt sich ja hier ein ab. Alter. Na, krass. Sau war der immer noch am Lecken. Da triffst ja nix. So. Da oben ist der Punkt. Fuck! Habe ihn sogar gesehen, bevor er mich gesehen hat, aber boah, trotzdem. Alter, was für Streber hier. Ja. So ist das. So, darauf trinke ich. Na, warte nur, Einstieg jetzt. Wir sollten auf jeden Fall demnächst mal was nehmen, wo es Fahrzeuge gibt, weil da kann man auch mal einen Glückstreffer verlangen, wenn man mit dem Panzer über jemanden rüberfährt. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber wir sind beide nicht die Profis in diesem Spiel. Ja, jetzt red mal bitte nicht für mich, weißt du? Das ist richtig. Nur weil ich hier dreimal gestorben bin? Nur weil du deine KD so negativ ist, dass sie schon gar nicht mehr aufgelistet wird? Aber es ist ja ein Teamspiel. KD ist ja unwichtig bei Teamspielen. Habe ich mir sagen lassen. Irgendwie geht's hier nicht so richtig voran, Leute. Au! Fuck. Stell mich auf, stell mich auf. Da war doch gerade ein Sunny, ich hab ihn noch gesehen. Direkt neben mir! Oh, ich habe ihn gerade gesehen. Es ist zum Mäusemelken. Nee, da steige ich nicht ein. Was ist das überhaupt für ein Spielmodus? Das ist doch nicht Rush. Was ist denn das hier? Ist das Conquest? Ich glaube, das ist hier so ein Eroberungsmodus. Also der klassische, wo man Orte, Punkte erobern muss. Boah, Hammer. Hat er dich so gut? Mann, die waren so feige, da sind zu zweit einfach zusammengerannt. Ich muss jetzt rausfinden, wie man hier den Sprachchat aktiviert. Das wäre jetzt echt sinnvoll, ja. Und das Spiel ist schon wieder ausgegangen. Ey, was ist denn heute los? Das ist echt komisch. Mach mal ein paar Dinger hier zu. Tot. Super beliebt. Ah! Granate! Scheiße. Reanimation, komm schon. Ja, ja, ich hab reanimiert, das war noch davor sozusagen. Ich hab gerade jemanden wiederbelebt. Punkte dafür noch bekommen beim Sterben. Fuck you. So, komm. Gib Alter. Mir mehr. Ich weiß nicht, warum das immer abstürzt, aber es tut mir leid. Vielleicht müssen wir den Computer nochmal neu starten. Ja, machen wir. Können wir vielleicht gleich mal nach der Runde machen. Wo bin ich jetzt eingestiegen? Am anderen Ende der Karte. Warum zur Hölle sind wir eigentlich so scheiße? Was spielen wir hier überhaupt? Hm? Wir spielen Conquest. Das habe ich gerade herausgefunden. Also, wir müssen Punkte erobern. Ja. Ich wundere mich nur die ganze Zeit, warum wir so schlecht sind, weil wir haben doch Punkte.
irgendwie müssten wir doch eigentlich besser sein. Ich denke mir ganz oft bei Online-Spielen, eigentlich müssten wir besser sein. Ich glaube, ich campe jetzt einfach. Ich campe hier gerade ganz wunderbar. Hat einen Typen fett erwischt. Zwei Typen fett erwischt. Trottel. Sagt er, geh raus. Reanimation! Reanimation! Und ich reanimate immer Leute. Und bin richtig gut da drin. Und jetzt rücke ich fett vor. Und erschieß alle Leute. Scheiße, bin tot. Das war ein Versuch wert. Wenn der Bildschirm so grau ist, Norbert, dann bist du fast tot. Ja, lädt sich das nicht wieder auf? Doch, aber du musst halt kurz warten. Nicht weiter vorpreschen. Ich dachte einfach nur, ich bin zeitweise farbenblind. Das ist tatsächlich auch eine besondere Funktion des Spiels, dass du Farbenblindheit simulieren kannst. Das war jetzt sogar nicht mal ein Witz. Also Battlefield, die Reihe, da kannst du ja Farbenblind-Modus einstellen. Können Farbenblinde auch spielen. Ja, weißt du, er trifft mich da. Schweinerei. Dabei warst du doch gar nicht mehr und überhaupt. Fuck. Ja, ja. Fuck. Kriegen. Sterbt! Nein! Lasst mich weg! Ah, fuck. Ha, 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 ha. Ja, lach mal nicht so blöde hier. Ich habe eine 11 zu 6er Ratio. Ich denke, es ist was Besseres, oder wie? Ja. Soll ich ja jetzt mit Scharfschützengewehr rum? Das ist gerade in der U-Bahn eine sehr gute Idee. Ja, na, pass mal auf, wie viel ich gleich holen werde. Oh, fuck. Scheiße, ey, warum sind denn die US-Amis so verdammt gut? Und wir sind so verdammt... Ja, weil, rat mal, weil ich Scheiße. In deren Team bin. Bist du immer noch Ami? Nee, ich konnte nicht Russe. Wechseln. Nein, du bist Russe! Deine Mutter ist Russin. Damit du... schon... Ey, ich muss meinen Rechner neu starten. Ja, starte du doch mal den Rechner neu und ich besieg so lange hier alle. Das ist wieder mein Einfluss auf Computer. Ja. Mann! Ich stand doch sogar neben ihm. Ich hätte ihm einfach nur eine scheuern müssen. Dann wäre es auch vorbei gewesen. Ja, du fühlst dich jetzt ganz stark, ne? Ein Neger, Alter. Norbert! Was Hallo. Ist denn hier los? Komm, mach. Was ist denn hier los? Dieses Szenario ist mir einfach nicht realistisch genug. Das ist wahr. Hier kämpfen auch viel zu wenig Frauen mit. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ja. Gerade in der US-amerikanischen Armee. Das Essen auf den Tisch kommt. Warum zur Hölle kämpfen wir eigentlich in Paris? Ja, okay, das hat was mit der Story des Spiels zu tun, aber die ist ja scheißegal, weil das ist... Oh, ich wollte den gerade... Ja, da lag einer um die Ecke, ich wollte den heilen, dann kommt der hier rumgelaufen und das ist alles verkehrt. Wie ich es mache, ist immer verkehrt. Gut, ich gebe diese Runde jetzt schon fast verloren, aber... Komm, wir kämpfen bis zum letzten... Das drehen wir noch. Das drehen wir, ja. Ich join gleich wieder und dann siehst du. Du weißt nicht, das ist ein Windows 7 Rechner, du weißt nicht, wie lange der braucht, um hochzufahren. Na. Bis dahin ist das Ding hier vorbei. Da fährt ja mein Windows 95 Rechner schneller hoch. Das stimmt wahrscheinlich sogar. Scheiße, scheiße, scheiße. Du kannst die Leute da reanimieren, ne? Ja, das kann ich theoretisch, aber nicht, wenn sie in der Schusslinie liegen. Hey du. Au! Da siehst du, da war noch einer. Ha! Danke! Danke, 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 danke. Das nehme ich doch gern mit. Okay. Das lief nicht lange gut. Ich gebe zu, das war unvorsichtig, als Sunny vorzusprechen. Kann man auch Selbstmordattentäter spielen? Das geht eigentlich in jedem Spiel, wo es Granaten gibt. Also ist nur in der Hand behalten, das Ding, bevor du es wirfst. Und dann geht das schon. So. Warum sind die anderen denn so viel besser? Wir halten mehr Punkte als die. Das check ich irgendwie gerade nicht. Sollten wir nicht irgendwie geiler sein? Ich gehe jetzt hier wieder runter. Ah! Ich habe immer das Gefühl, die Leute wissen gerade, die hauen einfach alles rein, was sie können. Ja. Ah, Granate. Wo ist denn mein Heilpaket hier genau das? 70%, 80%, 100%, ich bin wieder voll! Voll die Action. Da sollte man nicht runtergehen, das habe ich gelernt. Meinst du? Habe ich gelernt, Doktor. Aber ich bin schneller als du und damit überlebensfähiger. Fuck. Ah, wieso stehen da 10 Leute? Ich muss mal Norbert hier kurz anmelden. Aber das sollte
kein Problem sein. Das ist echt komisch, warum das... Ich habe ja Battlefield 3 Jahre lang auf dem Rechner gespielt, wo es jetzt die ganze Zeit abkackt. Aber jetzt halt auch ein Jahr nicht mehr gestartet oder so da drauf. Weiß nicht, was da los ist. Ich bin nur Opfer, ich weiß es auch nicht. Das ist wahr, du bist echt ein Opfer. Schmeiß mal eine Granate nach hinten. Jetzt verschieße ich den erstmal. Ah, hat nichts gebracht. Ja, aber Hilfe bei Kill. Guck mal, ist das Zeug bekommen. Nice. 19 Punkte. Also an mir soll es nicht scheitern. Wollte ich gerade sagen. Ah. Doch, es tat. Ja, schade. You get killed. Man muss aber auch sagen, wir sind zu unserer Ehrenrettung, wir sind jetzt auch mitten ins Spiel eingestiegen. Also das war schon. Wir hätten es von Anfang an, hätten wir das Spiel strukturierter aufbauen können, wenn wir gleich am Anfang da gewesen wären. Es war letztlich das. Und wieder ein Team auf der Ausredenliste abgehakt. Es war letztlich ein Teamversagen, an dem wir kaum beteiligt waren. Die anderen haben uns auch nicht eingearbeitet. Ne? Also. Das ist richtig, die haben uns über die taktische Situation im Spiel zum Zeitpunkt unseres Beitritts nicht informiert, nicht ausreichend informiert. Ja, ja, wie schon gesagt, also da konnten wir nicht viel machen. Vielleicht trittst du dann mal irgendwie im Spiel bei und ich join dir danach. Ja, daran wird es ja nicht gelegen. Das war es garantiert. Guck mal lieber in ein Fahrzeugspiel. Ja, wir steigen jetzt mal in irgendwas Großes ein, ja. So überspringen. Ja, groß, das ist meine Sache. Aber hier 12-12 ist jetzt fürs erste Spiel seit über einem Jahr. Ist auch in der Liste irgendwie drin? Nee, du bist ja rausgeflogen. Also. Ah, ja, aber guck mal, ihr hatten einen Clan auf der anderen Seite gespielt, ne? Hier sind 4 Leute mit demselben. NS-Leute, fünf Leute. Ja, das war. Die spielen bei den Amerikanern. Durchdrungen die gesamte amerikanische Armee von Rechtsextremisten. So, wir gucken mal, wir nehmen mal eine andere Karte. Server beitreten, den Multiplayer. Serverbrowser und ich hätte gern mal. Eroberung groß, oder? Also das ganz klassische Riesending. So, aktualisieren, filtern. Gib mal Eroberung groß. Wir sind wieder da in der Welt der Videospiele, wo immer irgendeine Datei fehlt, damit es funktioniert. Norbert sucht gerade schon nach der, wie heißt sie? AWC? AWC.dll Load. Genau, und wir suchen gerade im EA Answer Headquarter nach Answers. Wir brauchen Antworten, verdammt! So, genau. Und Fragen, aber die Antworten, ja. Da wir hier die ganze Nacht durchzocken, möchte ich hier mal so lange mich beschäftigen und deswegen. Wie? Ich leide und du spielst? Ja, genau. Das How ist die to Idee. Play without Origin? Oh, das kann ich mir nicht machen. Ja, das ist, glaube ich, nicht hundertprozentig so eine gute Idee. Warum bin ich denn hier in so ein Spiel eingestiegen, wo es schon wieder 800 zu 170 steht? Das ist doch scheiße. Gibt es denn keine ausgeglichenen Spiele mehr? Nein. Fuck this shit. Uninstall Game. Restart. So, ich fliege jetzt Flugzeug hier. Ich bin jetzt mal, ist mir jetzt alles egal. So, komm. Also es ist jetzt nicht so, als könnte ich Flugzeug fliegen bei Battlefield. Und ich weiß, ja, jeder normale Battlefield-Spieler hasst Noobs, die in ein Flugzeug einsteigen und damit das Flugzeug ja blockieren. Hochziehen. So, ist da ein gegnerisches Flugzeug irgendwo? Sieht das jemand? Oh, ich bin erfasst. Ah, das ist einer von meinen. Den schieße ich mal lieber nicht ab. Das meine? Ist aber... Ah, ich mach das gar nicht so schlecht. Ich bin noch nicht abgestürzt. Ich flieg schon eine Minute. Fuck. Ich habe aber noch keine Gegenmaßnahmen freigeschaltet. Ist so ein bisschen das Problem gerade. Weil ich nämlich nie Flugzeug fliege, weil ich es nicht kann. Oh, wir drehen uns im Kreis. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, Gott! Alles brennt! Würdest du nicht mal irgendjemanden töten? Halt die Klappe! Siehst du, ich habe jemanden getötet. Mich selbst. Ja, okay, ich glaube, das mit dem Flugzeug. Fuck you, Noob. Oh, wie ist denn der Chat? Fuck, Noob. Achso, das ist die Konsole gewesen. Das war gar nicht der Chat. Wie ist denn der Chat? K. Fuck, Noob. Mordi. Ja, genau der. So, jetzt hier. Ich steig bei D ein und mach sie alle kaputt.
bin nämlich der zerstörerischste, fieseste Sanitäter, den es gibt. Au, bin tot. Scheiße. Und, hast du was gefunden? Was siehst du denn da für Pornoseiten? Was ist denn das? Ja, aber guck dir mal, beide Fäuste, ja? Und das in ein Nasenloch. Sehr ekelhaft. So. Ah, wieso bin ich jetzt hier eingestiegen? Ach, hier ist ein Panzer. Deswegen bin ich hier eingestiegen. Es gibt in der Tat eine Seite, die nur DLL-Files Fixer anbietet. Und die sind aber natürlich zu kaufen, ne? Also. Ja, super. Nee, Quatsch. Ja, es hat halt einfach Stil, mit so einem Panzer durch die Landschaft zu fliegen. So. Kann ich da nicht auch rein, wenn ich das... Ja, wenn du jetzt mitspielen könntest, noch was. Mhm. Ach, wäre das schön. Guck mal, so ein Spionageturm stand bis vor kurzem in Hohenneuendorf auch noch. Das ist richtig. Was haben sie mit dem gemacht? Wir sind ja aber plötzlich weg. Wahrscheinlich haben sie ihn geklaut. Ja, die Polen wieder. Wer hat ihn geklaut, genau. Ja, wir haben hier in Berlin und Brandenburg tatsächlich ein Problem damit, dass sehr viele Personen mit unguten Absichten aus unserem östlichen Nachbarland Dinge mitgehen lassen. Unbeabsichtigt. Unbeabsichtigt, aus Versehen einstecken und nicht wieder zurückbringen, weil sie es vergessen. Ich bin jetzt hier mal so... Ah, oh, Panzer! Panzerschlacht! Bam! Panzerschlacht gewonnen. Fuck you. Das ist eigentlich begrenzt Munition, nehme. Nee, die lädt halt nach ein paar Sekunden wieder auf. Bam! Da lag wohl eine Mine oder so. Oder wer hat mich getötet? Killcam? Nee, Killcam gibt's ja nicht. Ist ja kein Call of Duty. Scheiße. Ach, Mann. Ich hätte gern gewusst, wie es passieren konnte. So, Tankstelle jetzt hier. Tankstellen-Action. Hier sterben schon wieder die Leute in Massen. Mann, fuck! Spawn-Raper, du Arschloch. Aber ich hab ihn noch erwischt. Ja, du, Virus.exe kannst du gerne entpacken, ist kein Problem. Bin ich auch noch hin. Ist ja nur mein alter Computer, das ist alles in Ordnung. Guck mal, ich will die Antwort auf alle Fragen unseres Lebens. 42? Nee, Windows 98. Achso. Benutzen Sie Windows 98 oder ME? Bla, das bla, ist schon länger bla, her. Bla, bla, bla. Hier stehen nur so Sachen wie, Ihr Computer muss laufen, damit Sie das hier installieren können. Und so wie bei Spielkonsolen. Okay. Bitte schmeißen Sie die Spielkonsole nicht aus dem Fenster, während dieses Symbol angezeigt wird. Mhm. In der Zeit speichert die PlayStation. Auch immer gut. So, jetzt habe ich die Datei. Und nu? Ich weiß nicht, du musst sie wahrscheinlich auch noch in den richtigen Ordner packen. Mann, ich gucke die ganze Zeit auf deinen Bildschirm und sterb dabei. Das ist nämlich der Grund, dass ich die ganze Zeit... Lass mal andersrum machen. Ich gucke bei dir und sterb dabei. Ach nee, ha, das geht, ja geht leider nicht. Das geht leider so nicht. Ja, ne? Jetzt, liebe Freunde, muss ich mit dir dafür irgendwas machen. Ich wünsche dir, dass du etwas herausfindest darüber, was du machen musst. Sonst wird das die kürzeste Offensive aller Zeiten hier heute Nacht. Ja, du müsstest mir dann mal gleich helfen, wo der Battlefield 3 Ordner ist. Du musst das jetzt in drei Ordner kopieren. Du musst gucken, wo Origin liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass es muss in den Battlefield und in den Origin Ordner. Also ach du Scheiße. Ich bezweifle, dass es der gleiche Ordner ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es fast der gleiche ist. Alter, wer schießt da auf mich? Origin Games. Battlefield 3 Beta? Ich glaube, wir haben gewonnen. Woohoo! Nein, verloren. Knapp daneben. Ich wusste nicht so genau. Man kann sich ja mal freuen. Ich habe immer 0 Abschüsse und 5 Tode. So. Also wir haben hier Origin Games. Aber da ist nur das. Battlefield 3 Beta drin. Nee, das ist nicht korrekt. Ist aber Vielleicht unter C Spiele irgendwie? Im Spieleordner? Du hast einen extra Ordner. Ich habe einen extra Spieleordner. Da ist nämlich auch ein Battlefield 3 Ordner und ein Origin Ordner. Kannst du mal sehen. So, das war jetzt nett, um die Zeit zu überbrücken, aber hier, wir haben Nuss-Schokoladenspezialität. Weil wir selber sonst keine Nüsse haben. Richtig. Nicht näher genannten Firma. So, und jetzt irgendwo noch. Es ist spannend. Und in den angegebenen Windows-Ordner, verarscht er mich? Gibt es einen angegebenen Windows-Ordner? Nein, gibt es ja nicht. Schade. Also hast du es jetzt in beide Ordner gepackt? Ja. Das ist ja seltsam.
Vor allem, warum hat das Spiel zwischendurch funktioniert. Mhm. Und ist dann abgestürzt, okay. Warum hat sie überhaupt gestartet? Ja, das weiß keiner. Hm. Ich bin auch gerade ein bisschen überfragt. Ach, Dennis, das ist nichts Neues. Entschuldige mal. Norbert trainiert seine Muckis. Ich trainiere auch meine Muckis. Oh! Oh. 300 Gramm! Oh! Weißt du, Glas noch. Also. Ich habe viel früher angefangen zu laden, ey. Ja, der Computer ist 6 Jahre neuer. Was erwartest du? Wir können auch gleich mal tauschen. Nee, das ist ja unfair, dann weiß ich ja viel zu viel. Das bin ich ja zu gut. Das ist korrekt. Das ist unser Hauptproblem, wenn wir besseres Equipment hätten, wären wir halt zu gut. Und das wäre gefährlich für den Weltfrieden. Wo steht denn ein Panzer? Das weiß ich auch nicht. Kannst du fahren und schießen. Oh, ich werde sie jetzt einfach alle so töten. Oh, hallo! Ist das eine Flak? Ja, aber der schießt mich doch kaputt. Hallo! Oh. Der steht doch, oder? Alter! Der wusste, was er macht. Battlefield Moments, Baby. Battlefield Moments. Ja, ich steige schon ein. Au! Der wollte mich überfahren, der Arsch. Hier ist ein Jet. Ich kann den Jet mit dem MG abschießen. Oh, ich kann ja auch rein. So, ich bin Russe. Wie sehe ich das nochmal? Du bist auch Russe. Da steht RU vor deinem... Ach so, in welchem Squad bist du? Hotel oder India? Mein Squad ist, glaube ich, voll. Also du kannst, glaube ich, sowieso nicht... Scheiße! Ich bin tot. Mann, ey. Oh, ich bin wieder Scharfschütze, das ist gut. Du kannst das selbst bestimmen, ne, bevor du startest. Also, immer wenn du tot warst. So wie bei Call of Duty. Muss ich hier irgendwo hinlaufen? Wir müssen die Punkte einnehmen, ne? Es sind hier 5 Punkte, A, B, C, D. Du siehst ja unten, die da so blinken. Die Orangen, da musst du hin. Das sind die... Ach, halt doch die Fresse, du willst doch wieder nichts hören. Genau. Wo bist du drin? Bei India? Ich weiß nicht, wie sich das... Weiß ich nicht. Psycho, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man seinen eigenen Squad-Namen sieht. Ich kann ja einfach gucken, wo du drin bist. Wo hat er jetzt immer Optionen? Ach, bei Alpha bist du drin. Nee, gut, die ist voll leider. Ja, dann... Wollen wir zu... Warte mal, erstmal muss ich hier Tastenzuweisung, wie ich flamen kann. Das ist Fallschirm. Wer braucht denn schon Fallschirm? Den braucht man relativ oft. Okay, ich bleibe jetzt erstmal in meinem scheiß Squad drin. Hallo. Wo bin ich denn jetzt gelandet? 500 Meter Laufweg. Das ist ja fast wie bei DayZ hier. Na, scheiß drauf. Ja, ich scheiß auch auf den Laufweg. Alter. Wenn ich jetzt ein Sniper wäre, müsste ich nicht so weit laufen, um Spaß zu haben. Ja, ich bin Sniper, muss übertrieben weit laufen. Hier ist so ein Zaun. Was macht denn gegen den Zaun? Ah, da. Ja, Gott sei Dank, mich hat jemand erschossen. Das heißt, ich kann woanders wieder einsteigen. Thank God. Super. Gut, ich nehme jetzt mal hier den Mechanic und ich möchte woanders einsteigen bei A. Bei A, da kann man mehr Spaß haben, glaube ich. Und hier gibt es nämlich auch einen Jeep. Noch ist das Spiel übrigens sehr offen, also haben alle Seiten noch Chancen. Ist dein Spiel abgestürzt, Norbert? Ja, ich hab wieder ein ABC da und noch. Ist doch scheiße. Naja, ist ein großer Spaß. Dann wird das wahrscheinlich jetzt tendenziell eher so eine zwei Leute an einem Rechner-Geschichte. Ich kommentiere dann einfach immer nur blöd. Fuck. Hast du gut gemacht, Dennis. Mano. Das gefällt mir jetzt schon nicht, das System. So, fuck, ey. Ich liebe funktionierende Spiele. Ja, das wäre jetzt... Liebe ich dieses nicht. Nee, es ist momentan echt ganz schön ärgerlich. Vor allen Dingen, weil es jetzt nicht so ist, als hätte das noch nie funktioniert auf dem Rechner. Das habe ich da sehr lange mitgespielt. Mann, ey, das ist doch jetzt blöd. Ich werd hier alle... Welchem Squad? Gehen wir Bravo? Ich bin noch tot. Ich warte kurz. Warte. Ich bin in Squad... Ja, Bravo. Also Squad verlassen... Bravo. Bravo. Beitreten. Beitreten. Bin ich jetzt im gleichen Squad wie du? Ganz bestimmt. Oh, hier. Ich bin da. Komm, ab in den Jeep. Wo ist denn Jeep? Ich weiß es nicht. Siehst du irgendwen? Also mich? Oh, hier steht ein Panzer. Vielleicht sollte man den kaputt machen.
Ups, ich habe gerade Munition geworfen, das war nicht die Idee. Hier ist ein Jeep. Boah, was geht denn Dinger da? Ein Panzer schießt die ganze Zeit auf uns. Soll ich Pionier nehmen? Ich habe jetzt besser Pionier. Yeah! Fuck you! Arschloch, ich habe gerade den Panzer in die Luft gesprengt mit C4. Das war lustig. Bist du bei mir? Ja. In der J. Let's do this! Yeah! That's how we roll! Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Na gut, da kommt ein ATV, was soll man machen? Da kommt ein gepanzerter Scheißfahrer. Kacka. Komm schon, ich werde jetzt Pionier hier machen. Ich werde alles Pionier. Komm, was ist hier Pionier? Ich bin auch Pionier. Pionier? Lass mal Pionier-Team machen. Das macht gar keinen Sinn. Pionier. Warte mal, wo? Wir müssen gucken, wo wir einsteigen. D oder E? Nee, E ist so weit weg. D. Ich steig bei D ein. Let's go! And again! And again, and again, and again. We start again. Oh, hier komm, ich hänge jetzt in der Panzerfassung. Bist du irgendwie hier in meiner Hood? Ich bin so voll in deiner Hood. Wo bist du auf der Straße? Ich bin auf der Straße zu A. Ja, ich laufe hinter dir. Ich bin direkt hinter dir. Ich deck dir den Rücken. Da ist ein Panzer für uns. Lass den mal kaputt machen. Hab ich ihn bekommen? Scheiße, ich bin tot. Ja. Fast. Du hattest. Guck mal. Achso, nee, schade. Ja. Man sieht gar nicht, was man... Nee, egal. Ich dachte, man sieht gleich. Komm, lass da wieder einsteigen. Ich nehme jetzt auch eine RPG und dann feuern wir einfach zweimal auf den Panzer. Dann ist der kaputt. Bestimmt. So. Panzer. Aber warte mal, hier ist ein Panzer. Panzer-Action. Komm. Schnell. Ja, ich bin ja schon. Schnell. Nein, au! Ich bin raus. Jetzt überfahre ich dich. Mit E. E drücken. Ja, deine Mutter ist nicht. Wie mache ich eine andere Ansicht? Weiß ich nicht. Ist mir egal. Leute töten. Komm, wir müssen den Panzer da oben knacken. Den ATV. Der ist kleiner als wir, den kriegen wir. Scheiße. Fuck! Wie konnte der uns denn besiegen? Ich hab gefeuert. Ja, ich auch. Ja, anscheinend ja nicht. Ja, ich schon, aber ich hab halt scheiße gefeuert. War halt ganz schön schlecht. So nochmal die jetzt. Mhm. Ich werde jetzt mit meiner Panzerfaust hinrennen. Ich finde, das lief schon gar nicht so schlecht. Wir saßen in einem Fahrzeug. Wir haben Schaden gemacht. Wir saßen in einem Fahrzeug. Du, dafür gibt's auch Punkte. Das ist Battlefield, dafür gibt's für alles Level-Zeug. Mann, wieso sterben denn Leute nicht, wenn mit einer Panzerfaust gefeuert? An unserem Spawnpunkt steht halt original so ein scheiß gepanzertes Fahrzeug. Da kommst du halt. Norbert, warum lässt du das Spiel machen? Reconnect. Also irgendwie läuft es schon wieder gar nicht gut. Ich würde jetzt die... Sind hier so nah dran bei uns? Aber es ist ausgeglichen. Swap. Das heißt, im gegnerischen Team müssen genauso viele Deppen sein wie... Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zwei. Das ist stimmt. So, jetzt kommen wir hier wieder nicht weg, weil die alle Fahrzeuge mitgenommen haben von diesem scheiß Anfangspunkt. Na gut, ich renne jetzt zu B und dann nehme ich B ein. Ja, genau. Ich prophezei, da oben ist ein Flugzeug. Du feuerst das jetzt an? Nee, ich kann das ja markieren. Mit Q markierst du Sachen, ne? Also. Dann sehen das alle aus dem Team. Was? Ich muss auch von vorne starten. Müssen wir alle. So, ich laufe jetzt direkt zu B durch. Hier Daisy-Style, über die halbe Map laufen. Wie ist Ansicht? V? C? C. Camera. Mann, wie. Das war schon wieder nur so Mittel. Aber es hatte schon viel Schönes. Robert ist gerade innerhalb von einer Sekunde gestorben. Das ist doch scheiße. Kann denn nicht mal jemanden abfeuern? Alter, scheiße! Ja! Daisy-Style. Ich laufe halt 400 Meter und dann kommt ein Panzer und schießt mich. Es ist wunderschön anzusehen. Aber also, sehr ausgeglichen. Ja, das ist richtig. So, ich... Mann, warum darf ich denn nicht in dem Helikopter joinen? Ich wollte in den... Ah... Panzer! So, alle Einsatzziele werden vom fucking Feind kontrolliert, Nein. Aber das ändern wir jetzt. Vorstoß! Hier geblieben. Noch bin ich gut drauf, noch wird das was. Willst du mitfahren? Ich sitze in dem Panzer hier. Hallo! So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier irgendwas kaputt machen. Sehr gut. Auf alles schießen. Panzer. Ist weg. Fahrzeug kampfunfähig. Ich steig aus. Verdammt, zu spät. Ja. Aber der andere Panzer ist kampfunfähig.
War das nicht unser Fahrzeug, das kampfunfähig? Nein, nein, ich habe Punkte bekommen für anderes Fahrzeug aus kampfunfähig gemacht. Okay, ich will jetzt diesen scheiß Jet abfeuern. Wie mache ich das? Steigst auch in einen Jet und feuerst auf den Jet. Mit deinem Jet. Oh, du hast kein Jet, dann ist jetzt schlecht. Lass, ich brauche einen Jet für einen Jet. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Nein, du kannst auch eine. Nimm den Buggy! Mann, du hast mir nicht zu sagen, was ich zu nehmen habe. Nimm den Buggy! Verdammte Scheiße, zwei Fahrzeuge sind besser als eins. Aua, ich bin wogegen gefahren. Ja, ich bin halt nicht so gut. Boah, das ist zu schnell. Panzer! Ich habe ihn abgelenkt. Oh, oder ich. Ich laufe da jetzt hin und dann töte ich ihn. Oh, ich bin gestorben. Wer hätte das gedacht? Also, langsam glaube ich fast, dass das nicht richtig ist, wie wir das spielen. Bin mir jetzt nicht. Ah, Heli! Heli, ich will ihn. Nein! Lass mich einsteigen! Ja, ich bin im Heli, ich bin Bordschütze. Fakt ist! Ja! Wir haben den anderen Heli abgeschossen. Hier ist ja alles voll mit Arschlöchern. Oh Mann! Alles voll! Oh Mann! Auf welcher Taste lag der Fallschirm? Du hast ja eben nachgeguckt. Ich weiß es nicht mehr. Nee, das habe ich mir gemerkt. Naja, hätte doch sein können! Du bist doch sonst so toll. Drück einfach mal alle Tasten auf der Taste. Ich will diesen Heli ab. Hallo! Nein! Ah! Bitte sehr. Ihr habt nur 7 Sekunden! 6! 5! Ich glaube, das Kampfgebiet fängt erst in einem halben Kilometer an. Warum ist denn der Heli da abgestürzt? Das ist eine Kacke. Pech war übrigens die Todesursache. Nur falls ihr euch gefragt habt. Ich könnte jetzt den Jet nehmen, aber ich glaube, ich lasse es. So, wir haben einen Punkt eingenommen, Norbert. Wir sind jetzt plötzlich wieder. Was? Oben auf. Wir haben B. US. Oh, du bist auf der anderen Seite. Endlich mal im Siegerteam. Oh, ich bin tot. Das ist doch scheiße. Ich steig gerade mal in den Jeep ein und bin tot. Wo warst du? Golf? Bravo. Ja. Sport verlassen. Du musst, genau, dann auf Bravo und dann auf Beitreten. Da das obere Beitreten. Das ist das Squad. Und was habe ich von so einem Squad? Du kannst bei den Leuten vom Squad spawnen. So wie wir das jetzt hier gerade gemacht haben. Möchtest du den Panzer fahren? Ich fahr doch. Achso. Ich dachte, ich wär's. So, na gut, dann Panzer-Action. Dum, 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 dum. Versuch mal, dass wir nicht sterben. Ja, sagte den. Ja, ich weiß, ich mach das jetzt auch nicht viel besser, aber. Da ist rechts ist einer. Da rechts, wo? Ich hab in den. Ach ja, was ist unser? Im Haus, im Gebäude. Wollen wir zu D fahren? Fahren wir zu D rechts, das ist da 120 Meter. Kann ich eigentlich durchfahren? Ich weiß nicht, wie viel meine Kapazität. Ja, das ist nur so mittelzerstörbar alles. Steig aus. So. Fuck, 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 fuck. Der Heli kommt. Schieß den Heli ab. Ja! Norbert, wir haben was erobert. Der erobert. Der Hammer. Stehst du da noch? Nee, ich bin schon weiter. Achso. Was? Das ist irgendwie schlecht. Ich werde hier gerade aus 5 Richtungen beschossen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Wer ich bin und wo ich bin. Und was ich bin. Ich glaube, ich bin ein Mensch in einem Krieg. Krieg ist was Schlimmes, habe ich gerade festgestellt. Hey, bleib stehen! Ich bin hinter euch. Ich gehe da nicht. Ich bin zu krass. Das ist dir zu hart. Hardcore. Boah, das Ding geht aber ab, wa? Ja, das ist. Hey, hinter dir! Ohne Bierflasche steht im Weg. Was müssen wir erobern? Alles orange. C und E noch. Ich bin gerade bei A und nehme das gerade fett ein. Lass als nächstes C nehmen. Lass C nehmen. C, Alter. C, Action. Wo ist C? Warte mal, M. Links, Map. Um. Ach so, jetzt hier hoch. Ups, ich bin an der Leiter vorbeigelaufen. Das kam jetzt sehr peinlich. Es sah so aus, als wüsste ich nicht, was ich tue. Das könnte den falschen Eindruck erwecken, dass ich das jetzt gar nicht so gut kann. Dabei habe ich gestern noch in der ESL gespielt. Ach nee, warte mal. In der ESL spielt man ja nur noch LOL und World of Tanks. Was? Ach so. Ist das nicht so?
Ich glaube, LOL wird auch nicht mehr in der ESL gespielt. Was ist das? LOL ist kein ESL-Spiel? Ich weiß nicht. Aktuelles Farbschema und diese Meldung nicht mehr anzeigen, das unterste. Ich weiß nicht genau, was das jetzt sollte, aber irgendwas. Norbert, wir sind gerade fett am Gewinnen, wir nehmen gerade alle Punkte ein. Ja, es wird jetzt gleich andersrum sein. Ja, die werden schon, drei sind schon wieder im Verlieren begriffen. Zwei. Wo ist denn jetzt B, 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 ist da so rechts? Ne, wo bin ich denn? Links rum. Du bist da unten. Achso, ja. Ups. Woohoo! Oh. Das war nix. Gott sei Dank muss man für den Führerschein haben. Aber ich hab doch einen Führerschein. Als ob. Fuck! Na komm, na komm. Kämpfst? Kämpfst? Ja, aber hier stand ja einer. Wo bist du gerade, bei B? Ja. Ich bin bei A. Im Containerhafen. Im Container, ja, bist du sicher. Ich bin fett im Container hier. Ich bin jetzt auch im Container. Ich bin im Asylanten-Containerdorf und fühle mich da nicht sehr wohl. Ich kann nachvollziehen, warum den Menschen das gar nicht so gut gefällt. So, also hier ist sauber. Hier ist einer ausgestiegen, den hole ich mir. Hol ihn dir, schnapp ihn dir. Oh, wo ist er? Da hinterm Container, oder? Hinter dem F-F-So-Container. Boah, hier kann man auch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Lau! Was? Ich räche dich! Nein! Ich wurde. Du wurdest gerecht, nein, ich wurde. Ach, wie auch immer. Sein Kumpel wurde gerecht. Scheiße. Apropos Rache, gefällt euch das Format? Schreibt es doch mal in die Kommentare oder würdet ihr euch gerne an uns dafür rächen, dass wir euch gerade den, was auch immer, Samstagabend kosten. Das dann heißt, warum macht ihr das nicht so und so? Ja, wahrscheinlich. Naja gut, also da wir das Spiel einfach gerade zeigen, beweisen, dass wir das überhaupt nicht können. Oh, ich bin jetzt gerade... Scheiße. Was passiert, wenn ich mit dem Auto ins Wasser fahre? Wobei man dazu sagen muss, wir haben uns jetzt hier für die erste Folge des Spielkinder One Night Stands auch besonders ein Spiel ausgesucht, was wir beide nicht können. Also, ja. Also normalerweise kann immer mindestens einer irgendwas. Ja, das ist tatsächlich häufiger so. Also Battlefield, gut, da weiß ich zumindest grundsätzlich, wie das hier alles funktioniert. Besonders gut bin ich trotzdem nicht. Wenn wir jetzt irgendwie Counter-Strike spielen würden, Dota oder was gibt's noch, Call of Duty, dann würde das ein bisschen besser aussehen. Hast du Counter-Strike schon erwähnt? Ich hab nicht. Ja, du such die. Ja, ich dachte, ich kann hier hinter flüchten, aber das ging nicht. Ich heil mich mal selber. Vielleicht sagt ihr auch mal, ob ihr was Älteres sehen wollt, was Neueres. Ja, schreibt mal. Wir spielen auch gerne mal irgendwas, was 10 Jahre alt ist. Solange es irgendwie noch aktive Online-Server gibt, weil darum geht es ja so ein bisschen. Einfach mal mit irgendwelchen fremden Vollarschlöchern spielen. Mit Noobs und Wichsern. Der ist tot. Das ist gut. Achtung, ihr habt das Einsatzziel verloren. Das kann ja überhaupt nicht sein. Ich verliere doch kein Einsatzziel. Ich mit dir im Team, ne? Ja, genau, also was gibt's denn noch für Online-Spiele, die noch laufen, sozusagen, die ihr gern sehen würdet? Da gibt's eine ganze Menge, denke ich. Schreibt's uns. Sonst spielen wir einfach nacheinander das, was wir noch so alles in unserer Steam-Bibliothek haben. Ja, das ist einiges. Oder bei Origin, das ist eine ganze Menge, wo es Online-Modi gibt, die wir sehr oft nicht sehr doll frequentiert haben. Ja. Also außer Counter-Strike und Dota vielleicht. Boah, Alter. Scheiße, scheiße, scheiße. PC ist gerade ein bisschen am Ruckeln. Das mag sein, er ist nicht mehr ganz der Jüngste. Ich bleib jetzt einfach mal in der Nähe von C. Ach Mann, nee, ich hol dir jetzt, das geht jetzt alle zu. Das ist echt ärgerlich, wenn das immer abstürzt. Ja, es geht einfach immer aus, ne? Das ist blöd. Das ist blöd, Norbert. Da steht ein Jeep. Es steht tatsächlich ein Jeep, aber ich gehe lieber erstmal kurz in Deckung, weil die kommen doch hier gleich wieder. Guck mal, hier hinten kommen sie. Fuck, 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 fuck. Was ist das? Ist ein Hubschrauber? Ja, ist ein Hubschrauber. Ich werde ihm bestimmt eine Menge Schaden machen, wenn ich so auf ihn schieße. Meinst du nicht, das könnte ein Erfolg werden? Oh, ich glaube, er ist tot. Gott sei Dank stürzen die Gebäude nicht ein. Nee, also nicht komplett zumindest. Nur so ein bisschen. So, wo fahre ich denn jetzt hin? Zu D? Einfach geradezu. Dum, du, dum, dum. Dum, dum. Das wollte ich hören. Dum, du, dum, dum. Wow! Wow! What happened? Schnell raus. Ja, das ist, glaube ich, aber auch. Der sieht wieder nach dem Heli aus, oder? Nee, das ist normaler Beschuss gewesen. Normaler Beschuss. Hier ist das Medikit.
Warum hast du das Tasten gelegt? Ein Medikit, damit ich mich heile. Guck mal, der blendet sich mit deiner Tasten. Ja, das ist volles Arschloch. Ich muss in Deckung. Hier liegt nämlich noch mein Medikit. Fuck! Ich hatte nur 30% zu dem Zeitpunkt. Das war jetzt... Und hier sind 4 Leute um mich rum gewesen. Norbert, auf ein funktionierendes System. Witzigerweise machen sich ja mal alle darüber lustig, dass Battlefield 4 nicht so richtig funktioniert. Ganz ehrlich, Battlefield 3 funktioniert auch noch nicht, obwohl es schon noch ein Jahr älter ist. Oder zwei Jahre älter sogar. Ne? Battlefield 3 war ja, glaube ich, 2 Jahre vorher. Das ist auch nicht so optimal. Krass, dass die Leute so drauf abfahren. Ja gut, es ist schon auch echt ein geiles Spiel, aber es sollte halt auch funktionieren. Und ich meine, gut, auf dem neuen Rechner jetzt hier funktioniert es ja auch einwandfrei. Das sieht auch richtig gut aus. Ja, ist doch, glaube ich, alles... Ich weiß gar nicht, ob alles voll aufgedreht ist. Können wir gleich mal gucken. Ich habe es jetzt einfach nur gestartet, ohne... Das ist alles nur auf Mittel gestellt. Ja. Scheiße, na gut, jetzt bin ich gestorben. Das lag daran, dass ich technische Wartungsarbeiten durchgeführt habe. Soll ist zwar gleich. So, hier, genau den. Nee, B ist blöd. A. Komm, da gehen wir mal in die Action. Und schauen mal, was wir da anrichten können. C ist nicht so weit weg. Also in der Tat gibt es echt viele Spiele, die man noch so ausgraben kann, ne? Ja, das ist richtig. Das ist aber schade eben, wir haben es jetzt auf unserer letzten LAN mitbekommen. Da wollten wir Flatout spielen. Leider waren die Server abgeschaltet und ihr werdet Flatout kennen. Flatout 2. Ja, Flatout 2, genau. Flatout 1 läuft noch auf Servern. Echt jetzt? Ja. Aber was ist denn das? Das hat irgendjemand wieder übernommen, irgendein so kleinerer Publisher nach Jahren. Ja, man muss natürlich dazu sagen, Steam hat auch Flatout 2 übernommen. Also, wenn ihr das Spiel über Steam gekauft habt, dann funktioniert es. Dann funktioniert es, ja. Aber wenn ihr das Spiel noch auf CD hattet, wie wir auf der letzten LAN, und ich meine, Flatout 2 ist das LAN-Spiel schlechthin für uns gewesen. Oder eines von so dreien vielleicht. Ja, ist eigentlich der Inbegriff. Ja. Weil man es halt schade, immer mal zwischendurch spielen kann. Einfach eine Runde, hey du. Mann, und dann steht wieder hinter mir einer. Warum stehen denn da 5 Leute und ich bin alleine? 8, es waren mindestens 8, sonst hätten die mich nicht gekriegt. Das gesamte Team drückt mal Tab. Ja, mindestens 11, wa? Ja, also es müssen eigentlich 11 gewesen sein. Das ist gemein, eben stand es noch 6 zu 17 für mich und jetzt, während ich es hier offen hatte, wurde dann die 18 dazu addiert, die gerade. So, und wir waren nicht verhindert. Mann, spring doch nicht so blöd hin und her wie so ein wild gewordenes. Ja, du merkst, es sind alles so eine übelsten Pros und sie wollen ja einfach nur Noobs zum Abschlachten haben. Ja, vor allem stand bei dem Server Noobs Welcome, ja, das lese ich immer gerne. Tschüss. Hast du keine Granaten? Doch, aber ich bin zu dumm, sie einzusetzen. Was ich nicht verstehe, was diese blöde Taschenlampe soll. Ja, damit kannst du Leute blenden und einfach nur total abnerven. Ja, das ist so ein bisschen die Idee. Ich hasse solche Leute, weißt du? Ja, einfach nur stressen. Nee, warte mal, ich nehme D, dann bin ich näher dran. Näher an der Action. Quake, den gibt's sicherlich nicht mehr. Doch, Quake Arena kannst du im Browser spielen. Das können wir aufnehmen, oder? Das müsste gehen, ja doch. Kommt ein bisschen auf diese Schnittstelle an, diese da, diese 3D-Schnittstelle. Aber ich glaube, das ist doch eine geile Idee, oder? Ja. Quake Arena ist free-to-play im Browser. Ist also einfach kostenlos spielbar. Das hat, glaube ich... ist er gerade rückwärts gefahren, lieber? Doch. Ich glaube, das hat id-Software einfach zum Dankeschön für 15 Jahre Quake oder so mal irgendwie veröffentlicht. Finde ich auch sehr geil. Oh, das war einer von meinen. Entschuldigung. Hast du doch eh nichts, das ist doch kein Friendly Fire. Das ist richtig. Ich habe hier eine ganz gute... Kannst du höher ziehen? Ich glaube, jetzt muss ich erstmal tiefer ziehen gleich. Ist hier mal jemand? Ja, Alter, du stehst da, nur nimm's ein. Komm, geh näher ran. Ich deck euch doch hier. Oh, da hinten steht ein Panzer. Den nimmt doch gleich einer. Warum, dass du da einfach rumstehst und niemand was macht? Ja, es ist... Ich möchte sagen, es ist ruhig, zu ruhig. Ruhe vor dem Sturm. Oh, da hinten ist er, da hinten ist einer. Auf der Map. Hatten wir gesagt, hab ihn erwischt. Was haben wir gesagt? Hatten wir gesagt, wir nehmen nur Shooter oder auch andere? Nee, alles. Alles, was man irgendwie so online, ne, so mit Fremden spielen kann. Also, naja. LOL oder Dota können wir auch nehmen, zum Beispiel. Das funktioniert ja auch ganz gut. Oder, keine Ahnung.
Planetary Annihilation oder so. Also irgendwelche Spiele, die man auf irgendeinem zufälligen Server spielen kann. Mit irgendwelchen Trotteln. Die das mindestens genauso gut können müssen, aber wie wir. Was häufig nicht schwer sein wird zu finden. Jetzt räume ich aber gerade ab, oder? Oh oh. Hey, hey du. Vielleicht bist du alle. Fuck! Schnell raus. Hab gerade noch E gedrückt, aber es hat nicht mehr gereicht. Wie ist dein Score? Es sieht besser aus, 11 zu 20. Also, na, immerhin gar nicht. Also eine, ungefähr eine 0,5er Ratio. Na, ein bisschen besser. Das ist doch schon gar nicht mal so scheiße. So, ich wäre jetzt mal hier die Grünen oder sowas, so eine alternative Partei. Ja. Vielleicht eine Alternative? Eine Alternative zu Orange und Blau, meinst du? Ja. Ach, du hast jetzt, du startest jetzt irgendwie auf dem Flugzeugträger. Das ist aber schon noch dieselbe Map, oder? Ah, Panzer! Ich muss weg. Boah, mal wie viele Boote hier stehen. Ihr wollt nicht sehen. Ja, es wäre jetzt echt gut, wenn wir das sehen könnten, aber ist nicht. Alles, was wir sehen, ist, wie ich ständig pupple. Mir juckt irgendwie die Nase. Tut mir leid, Leute. Ist in Ordnung. Soll ich dir ein bisschen puppeln? Du darfst gerne mal dran rumschlawinzeln. Ich kann nicht feuern mit dem Ding. Es ist ja doof, dass man mit manchen Dingern nicht feuern. Naja, du musst halt erst die Position irgendwie wechseln mit per Tastendruck. Fuck! Spawn Rape. Gespawnt und sofort wieder geraped. Jip, 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 jip. Ja, schön ist das nicht. So, das läuft irgendwie gar nicht so gut. Möchte ich nochmal sagen. Ich bin ja schon wieder da, ist ja noch. Gott sei Dank. Was würde ich nur ohne dich machen? Ich weiß, ich laufe gerade auf der Map weg von allen, die geheilt werden müssen, aber bis ich bei denen bin, bin ich tot. Ah, hey du. Wo bist Achso, du? Das ist einer von meinen. Ey! Au. Wo fährst du da lang? Zur Kanäle irgendwie. Ich bin bei A gerade gewesen. Du bist woanders. Kann ich mit dem Boot nicht rückwärts fahren? Was ist denn das für ein Boot? Doch, aber quälend langsam. So, ich steig wieder in den Heli ein. Ich bin jetzt wieder Heli-Schütze. Ich probiere das jetzt nochmal. Oh, ich bin nicht an Land. Ich bin angelandet. Wie macht man denn? Es tut mir leid, Leute, ich habe es einfach länger nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, wie Fallschirm ist. Leertaste, okay. Dann. Hätte ich mir eigentlich denken können. Sterr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 
Hate You Psycho TV. So, jetzt habe ich es dir aber gegeben. Sehr schön. Ja, mitten in der Nacht die Server. So, da hast du es. Was? Ja. Gut, dass wir darüber auch mal in aller Ausführlichkeit gesprochen haben. Ja, siehst mal, was für Spasten mitten in der Nacht auf so Servern unterwegs sind. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Faszination, die das Format ausstrahlen soll und rüberbringen soll. Wir alle kennen das doch. Es ist irgendwie Samstagabend, wir sind gelangweilt. Und wir zocken noch mit irgendwie dem letzten verbliebenen Kumpel, der nicht schon irgendwie, sagen wir mal, der nichts Besseres zu tun hatte. Ja. Zockt man dann noch die ganze Nacht auf irgendwelchen lame Public-Servern, weil niemand anders da ist, mit dem man spielen könnte. Und man ärgert sich eigentlich die ganze Zeit, nur weiß überhaupt nicht, warum man das macht. Aber aus irgendeinem Grund macht man es halt trotzdem, ne? Ich steig aus. Also die haben halt einen guten Helikopter. No Ebola. Was? Only English or German in Chat. Aber immerhin darf man Deutsch chatten. Sehr gut. Das. Super. Lest bloß nicht den Chat, der ist leider niveaulos. Was hauptsächlich an Norbert liegt. Aber man muss sagen, beim Chat stürzt das Spiel nicht ab, ne? Nee, das mache ich. So. Wo seid ihr, kleine Scheißer? Campt hier irgendwo einer? Ne. Sieht gut aus. Also der Punkt gehört schon mal sicher uns. Haben wir zwar nichts von, weil uns die anderen Punkte nicht gehören, aber zum Teil. Hier stand doch irgendwo ein Panzer. Hier hinten. Ich glaube mal schauen, dass ich den finde. Ja, jetzt ist er aber weg. Hat einer geklaut. Schreib keine Romane. Es gibt halt auch so manche Leute, die sind sehr mitteilungsbedürftig auf solchen öffentlichen Servern. Da fragt man sich immer, haben die keine realen sozialen Kontakte? Ja, ohne Glieder. Natürlich. Homo. Und der ganz trocken, Homo. No Butthole Cancer. No Butthole Cancer, no Ebola. Da muss man aufpassen. Also was man sich ja, was viele nicht wissen, was man sich auf solchen öffentlichen Servern leicht holt, ist so ein Tripper. Also, was da alles durch die Gegend fliegt. Oh Mann! Natürlich gerade was Lustiges schreiben. Man darf nicht im Jeep im Wasser fahren? Was ist das für eine unfaire Scheiße? Das ist ja mal so ein unfaires, scheißbalancedes Kackspiel. Warum kann ich denn nicht mit dem Jeep im Wasser fahren? Hallo, warum tötet ihr mich denn? Ich hab doch auch auf ihn geschossen, das muss doch eigentlich... So, also ich habe jetzt genug. Ich weiß ja nicht, was du sagst, aber ich habe genug. Ich habe nicht genug beleidigt. Das ist richtig. Nee, ich glaube, das reicht. Ja, es ist leider erste Folge, noch technische Schwierigkeiten. Vielleicht sollten wir uns Spiele aussuchen, die etwas stabiler sind. Besser getestet auf beiden Rechnern, ja, auf denen wir spielen. Wann muss ich mal meinen Highskill Pro updated Rechner mitbringen? Der genauso alt ist wie ja. Ja, vielleicht spielen wir das nächste Mal etwas, was weniger anspruchsvoll technisch ist. Technisch, genau. Ja, Battlefield 3 ist ja schon noch eins der schönsten Spiele, die es gibt momentan. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, uns beim Failen zuzugucken. Hallo? Die haben doch eh nichts Besseres zu tun. Das ist richtig. Es ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das wurde jetzt hier irgendwie so Freitagabend oder so, nachts um 11 oder so ausgestrahlt. Also wer das jetzt geguckt hat, Respekt, Leute. Weil dann hattet ihr nämlich... Ihr hättet längst im Bettlein liegen müssen. Ja, oder für die Schule was machen oder so. Ich weiß es nicht, was man am Wochenende so macht. Ja, oder... Ja, egal. Auf jeden Fall habt ihr voll den Geist dieses Formats eingefangen, indem ihr es euch jetzt nachts angeguckt habt. Weil ihr hattet nichts Besseres zu tun. Und anstatt irgendwas Sinnvolles zu machen, macht ihr irgendwas mit Spielen. Ja, genau, ihr habt eure Aufgaben. Schreibt uns, was ihr gern sehen würdet an One-Night-Stands. Wir werden Battlefield 3 nicht nochmal spielen, weil es ist ein One-Night-Stand. Genau. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Und wenn uns ein Spiel gefällt, wir sind ja nicht dogmatisch, dann spielen wir es vielleicht nochmal als reguläres Let's Play nochmal. Ja, genau. Also aber in diesem Format wird es das jetzt... Mögliche Zukunftschancen. So ist es. Also Battlefield 3, ich würde sagen, so... Technisch so in etwa. Ist schon wieder
so rum. Nee. Es geht schon so weit, dass es schon wieder positiv wird. Spielerisch macht es mir immer noch Spaß, weil es halt einfach irgendwie eine coole Mischung ist. Aber technisch ist jetzt irgendwie Battlefield 3 schon so ein bisschen, es wird auch, glaube ich, nicht mehr gepatcht. Also es ist, EA verdient ja nicht mehr viel damit. Es ist ja Battlefield 4, womit sie Geld verdienen jetzt. Und in einem Monat kommt ja schon Hardline. Also es ist ja Fortsetzung, Fortsetzung. Sagen, in diesem Sinne, Prösterchen, so vielleicht sieht man sich auf unseren Servern. Wer weiß, ja. Und dann beleidigen wir auch euch. Auch, dann flamen wir, genau. Auch Beleidigung auch in eurer Nähe. Ja? Auf einem Server in eurer Nähe. Auf dann, macht's gut. Tschüss. Tschüssi.